Healer, Dungeon, Haramel heißt sie. Naja. Kurze Pause. Was? Nein? Was denn? Okay. Ja. Und Kettenstiefel, super. Ausrüsten und weiter. Hier der nächste große Skerub. Bums, bums. Langweilig. Naja. Also ich schweige jetzt erstmal kurz ein paar Minuten, weil echt, mir fällt nicht ein, was ich sagen soll. So, wir haben alle Cherubim-Hauer, also zurück zu Moranis. Seine Sie, glaube ich. Ja, glaub schon. So. Also. Naja. Was lässt sich jetzt noch weiter erzählen? Ich mache jetzt dann gleich Schluss. Ich bringe das Fleisch noch zu Iron, zu Uno. Das zu Namus bringen und das mit der Axt. Ach ja, das habe ich noch gar nicht hier, die verlorene Axt. Namus mache ich dann am nächsten Mal. Und Wein bringe ich auch schnell zu. Moment, wie heißt er? Milaninerk. Milaninerk. So irgendwie. Also, das bringe ich auch noch zurück, aber. Moranis. Söldner Unterhauptmann. Eine Sie, oder? Ja. Okay. Was ich zu tun habe. Schon zurück? Ich hoffe doch, ihr bringt mir ein paar Cherubim-Hauer mit. Ja? Nicht schlecht, Isalia. Nach dem ersten Auftrag war klar, ihr habt Potenzial, aber diesen hier hätte ich schon für eine Herausforderung gehalten. Eure Kampffähigkeit hat jedenfalls nicht unter eurem Gedächtnisverlust gelitten. So viel steht fest. Gute Arbeit. Gebt Hauptmann Kalio Bericht erstatten, damit er euch den Sold gibt. Wird gemacht. Nach jeder Kampagne müssen wir Herrn Poeta Hauptmann Kalio Bericht erstatten. Und ach ja, das habe ich ja ganz vergessen zu erzählen. Unser Charakter, den wir hier spielen, hat sein Gedächtnis verloren. Also praktisch jeder Spieler aus diesem Spiel hat sein Gedächtnis verloren. Und wir müssen eben nach und nach mit den Kampagnen erlangen wir unser Gedächtnis immer weiter zurück. Und wir erlangen zum Beispiel, also wir wissen zum Beispiel, dass wir eine Deva waren. Das wissen wir dann circa ab Level 7 oder so. Egal, Kalio. Die Handelskarawane steckt immer noch in Vertaron fest. Othenion und Brutus haben gerade. Brutus? Super, wie ein Wachhund oder was? Haben gerade ihre Wache angetreten. Wir brauchen Nachschub aus Sanctum und Miris. Ihr seid es, Isalia. Ihr habt also eure beiden ersten Aufträge erledigt. Großartig. Ich sage der Priesterin Bescheid. Mal sehen, was wir als nächstes für euch haben. Hier ist zunächst einmal eure Belohnung. Macht weiter so. 1100 Kina, 1000 EP und Kettenstiefel des Speers sind schlechter als die Kettenstiefel der Ebene, aber ich werde sie trotzdem nehmen und verkaufen. Quest abgeschlossen, die Cherubim-Bedrohung, beziehungsweise Kampagne abgeschlossen. Sehr schön, wir besuchen Uno und geben die Quest ab. Das Ironfleisch, damit er seinen Kochwettbewerb machen kann. Super. Gemischtwarenhändler, Milaninerk, so. So, du kriegst dein, was hast du nochmal gebraucht? Zurückgelassene Güter, dein Wein, genau. So, dann verkaufen wir mal schnell, was wir nicht mehr brauchen. Den Dolch können wir verkaufen. Die Stoffschuhe können wir verkaufen. Die Lederschuhe können wir verkaufen. Die Kettenstiefel können wir verkaufen. Das Schild können wir verkaufen. Die Aria können wir verkaufen. Varus, Kettenkarottendorf, okay. Den Mana-Stein können wir verkaufen. Bringt zwar nicht viel, aber bringt uns sowieso nichts. Alle sonstigen Gegenstände. Yep. Und das ist das Buch und die Quest-Items. So, wir haben jetzt 11.000 Kina. Das ist schon beachtlich für dieses Stadium des Spiels. Ich habe mit Toasty übrigens über 1 Million, wollte ich euch nur mal sagen, aber ich gebe jetzt nicht hier an. Ich meine, 1 Million für Level 40 ist, glaube ich, gar nicht mal so viel. Naja. Pernos Gewand. Isalia, das muss ich jetzt vorlesen. Isalia, gut, dass ihr kommt. Etwas sehr Seltsames ist im Gang, und ich habe mich auf etwas eingelassen, das mir zum Verhängnis werden könnte. Gestern wurde es mitten am Nachmittag plötzlich dunkel, und mehrere Dorfbewohner behaupteten, sie haben ein seltsames Flüstern vernommen. Um Mitternacht wurde ich dann durch ein Klopfen an meiner Tür geweckt.
Als ich öffnete, stand ein alter Mann, der verlangte, dass ich ein bestimmtes Kleidungsstück für ihn webe. Eins meiner besonderen Gewänder. Warum ist es besonders? Es verleiht besondere Fähigkeiten. Der Träger kann Äther erspüren, genauer gesagt diejenigen, die mit ätherischer Energie umgeben, die mit ätherischer Energie umgehen, wie zum Beispiel die Dewa. Ich versuchte, ihn zu erkennen, aber es war dunkel und sein Gesicht war unter einer schweren Kapuze verborgen. Ich war misstrauisch, doch er bot mir eine beträchtliche Summe und ich hatte keinen Grund abzulehnen. Erst als ich dann heute Morgen mein Muster raussuchte und aufschrieb, was ich alles zur Herstellung des Gewands brauchte, wurde mir klar, wer der alte Mann gewesen war. Es war Pernos. Pernos? Habt ihr noch nie von ihm gehört? Der Einsiedler, der an der Pilzspornstraße lebt. Im Dorf wird viel gemutmaßt über seine Experimente da draußen. Na, jedenfalls habe ich versprochen, das Gewand anzufertigen. Aber jetzt fehlt mir das wichtigste Material dazu. Felle des Hain-Epics. Ich hatte gehofft, ihr würdet mir helfen, sie zu beschaffen. Für mich selbst sind die Epics viel zu schwer zu erlegen. Werdet ihr das tun, Isalia? Natürlich. Oh, vielen Dank, Isalia. Ich fange schon mal an, das Innenfutter zu nähen. Wenn ihr mir 5 Epics-Felle besorgt, müsste das für das Gewand reichen. Ich finde die Hain-Epics im Damino-Wald. Sie sind sehr scheu, aber wenn man sie angreift, können sie gefährlich werden. Seht euch also vor. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Pernos ist eine Deva. Ja, das wollte ich euch nur mal sagen. Also, Pernos ist eine der wenigen, ich glaube sogar eine der einzigen, die einzigste, also eine der wenigen Deva auf jeden Fall, in Poeta. Mehr Quests kriegen wir hier nicht mehr, das nächste kriegen wir da unten bei Pranoa. So, und das war's jetzt erstmal für heute. Und für auch längere Zeit vielleicht wahrscheinlich. Jetzt kommt dann erstmal The Book of Unwritten Tales. So, ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung und es ist so in Ordnung. Auch wenn ich nicht viel geredet habe und wenn es wahrscheinlich total langweilig für euch war. Aber ich will das Spiel eben nur mal vorstellen und euch eben zeigen alles. Ist immer schwer, so ein RPG zu LP'en. Naja. Das war's. Peace out, Leute. Euer Toasty.